Frau Heidi Sänger-Weiß, Aufsichtsratsvorsitzende bei Gebrüder Weiß. Was bedeutet für Sie der Weltfrauentag? Es ist ein Grund, das Thema Frauen wieder in der Bewusstsein der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Aber grundsätzlich ist er nicht sehr wichtig. Sie gehören zu den beruflich erfolgreichen Frauen in Vorarlberg. Wie wichtig ist der Weltfrauentag allgemein für Frauen von heute? Ich glaube, dass die Frauen von heute bessere Voraussetzungen haben, als es damals war. Damals, wie ich vor ungefähr 40 Jahren ins Berufsleben eingestiegen bin, waren Frauen in Führungsetagen absolut mit Seltenheitswert verbunden. Heute ist das doch schon etwas üblicher, was Vor- und Nachteile hat. Es hat eben auch den Nachteil, dass es mehr Konkurrenz aus den eigenen Reihen gibt. Was benötigen Frauen, um ihre Position in der Gesellschaft, aber auch auf dem Arbeitsmarkt zu stärken? Ich würde sagen, Selbstbewusstsein, Mut, vor allem wenn sie Karriere machen wollen, aber auch die Bereitschaft zum Verzicht. Wenn man Familie mit Beruf und Karriere verbinden will, dann muss man eben auf viele andere Dinge wie Freizeit etc. verzichten. Aber nur für einige Jahre. Weil es geht allzu schnell vorbei, dass die Kinder erwachsen werden. Stichwort Frauenquote. Was halten Sie von der Quotenregelung? Nichts. Die Frauen sollen sich selber und haben sich auch in den letzten Jahrzehnten hervorragend hinaufgearbeitet. Ich glaube, es ist eine Diskriminierung der Frauen, über Quoten wo einzusteigen. In vielen Fällen ist es sogar leichter als Frau eine Position zu suchen, weil die Firmen selber und auch Organisationen wie Kammern etc. sich bemühen, stärker Frauen einzustellen. Nur gibt es sehr oft nicht genügende, die bereit sind, die Voraussetzungen auch zu erfüllen, auch an die zeitliche Inanspruchnahme. Thema Gleichberechtigung. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung? Das schreitet voran. Wir sind immer noch nicht ganz gleichberechtigt. Was fehlt, sind noch die Netzwerke. Das können die Männer einfach sehr viel besser. Das haben sie schon von der Steinzeit her mehr geübt, während wir in der Höhle gesessen sind. Aber im Grunde genommen ist also heute eine Frau im Berufsleben, auch in den Führungsetagen, und Sie sehen ja die Ministerinnen etc. etc., heute eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, dieser Weg wird weiter positiv beschritten für die Frauen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir bei diesem ganzen Weg nicht vergessen, auch Frau zu sein. Man soll nicht der bessere Mann sein wollen.